Geld verdienen am Rentenmarkt, das ist im Corona-Jahr 2020 nicht unbedingt einfacher geworden. Arts Asset Management setzt hierbei auf Trendfolge und eine Total Return Strategie. Und die Details verrät jetzt Geschäftsführer Gunter Pahl im Interview. Einen schönen guten Tag nach Wien. Schönen guten Morgen aus Wien. Ja, das Jahr 2020 war an den Kapitalmärkten äußerst volatil, Herr Pahl. Wie hat sich denn Ihr Trendfolgesystem in diesem Umfeld geschlagen? Wir sind mit einer sehr hohen High-Yield-Bond- und Corporate-Bond-Quote in dieses Jahr gestartet und mit den Verlusten von Februar und März hat das System dann sukzessive und konsequent das Risiko herausgenommen. Wir sind immer mehr in den Staatsanleihen- und Cash-Bereich ausgewichen. Wir haben dann zwischenzeitlich wieder Corporate-Bond- und High-Yield-Bond-Quoten aufgebaut und mittlerweile ist aber der Staatsanleihenbereich wieder über 50% und damit der Corporate- und High-Yield-Bond-Bereich deutlich reduziert. Wir haben den Vorteil, dass wir uns nicht von Emotionen wie Gier oder Angst leiten lassen und dementsprechend nur rationale Entscheidungen treffen und das hilft gerade in solchen Phasen enorm. Sie sagen es, also der Computer trifft die Entscheidungen. Sie setzen auf sogenanntes Algo-Trading. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen konkreter für uns machen. Wenn der Mensch nicht die Entscheidungen trifft in Ihrem Hause, welche Fehler lassen sich dadurch idealerweise vermeiden? Na, dass wir uns eben nicht, wie angesprochen, schon von Emotionen leiten lassen, aber auch nicht in psychologische Fallen tappen können. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass wir ausschließlich richtige Entscheidungen treffen, aber es bedeutet für uns, dass wir langfristig gesehen einen Vorteil haben, weil wir eben nicht in Fallen tappen können und ausschließlich rationale Entscheidungen treffen. Wenn man so will, wir setzen das Odysseus-Prinzip um. Der Corona-Crash hat nun im Jahre 2020 eine ganz neue Dynamik an den Kapitalmärkten gezeigt. Erst nach unten, dann nach oben. Mussten Sie Ihre Systeme vor diesem Hintergrund anpassen? Würden wir unsere Systeme grundsätzlich ändern, dann wäre es populistisch und kontraproduktiv aus meiner Sicht. Aber das bedeutet natürlich auf der einen Seite, dass wir nicht anlassbezogen irgendwie in unser System eingreifen oder Änderungen machen. Das ist für uns die wichtigste Regel. Wir haben auch schon viele quantitative Asset Manager scheitern gesehen, die dann eingegriffen haben. Und es bedeutet aber natürlich schon, dass wir unser System laufend verbessern und unsere Datenbank laufend verbessern. Also an dem arbeiten wir selbstverständlich, aber eben nicht anlassbezogen. Anleiheportfolios, Herr Pahl, konnten lange Zeit von sehr, sehr schönen Kurssteigerungen profitieren und weniger von den schmelzenden Coupons. Und dieser Trend wird wahrscheinlich anhalten. Das ist so, wenn man den Notenbanken, vor allen Dingen auch der Fed, zuhört, die ja quasi einen Niedrigzins zementiert hat. Wo sehen Sie vor diesem Hintergrund in den kommenden Wochen und Monaten die größten Herausforderungen? Ich glaube, die größte Herausforderung ist für Anleihefonds, die keine Flexibilität und kein Risikomanagement haben. Weil wenn ich beispielsweise nur im Staatsanleihenbereich investiert bin und nur dort investieren kann, dann muss man sagen, ja, die Zinsen sind jetzt schon im Keller. Wir können vielleicht noch das eine oder andere Kellergeschoss dazu bauen, aber man wird nicht bis zum Erdmittelpunkt vordringen können. Das heißt, die Zinsen werden in den nächsten 20 Jahren nicht so weit sinken können, wie sie in den letzten 20 Jahren gesunken sind und daraus kann ich mir keine großartigen Kursgewinne erhoffen. Ich glaube also, dass es wichtig ist, dass man konsequentes Risikomanagement gepaart mit Flexibilität hat und in unterschiedlichste Schuldnerklassen, aber auch Regionen investieren kann. Das bietet dann zumindest die Vision, dass man überhaupt für die Zukunft auch im Anleihenbereich wirklich attraktive Erträge generieren kann und das Risiko dennoch einigermaßen in der Waage hält. Abschließend, Herr Pahl, wie definieren Sie Ihre Positionierung, Ihre Abgrenzung vielleicht auch zu anderen Asset Managern? Was sind da Ihre besonderen Stärken? Ich glaube, wir sind gerade im Anleihenbereich eine tolle Ergänzung in Portfolios. Wir sind komplett unconstrained mit unserem Anleihenfonds. Wir haben extrem niedrige Korrelationen zu herkömmlichen Anleiheninvestments. Und das aufgrund unseres Risikomanagements und unserer Flexibilität. Wir können eben in unterschiedliche Regionen investieren, in unterschiedliche Schuldnerklassen investieren. Aber auch wenn wir rund um den Erdball in allen Schuldnerklassen keine positiven Trends finden sollten, können wir indirekt die Duration auch unter 1 drücken und in den geldmarktnahen Bereich bis zu 100% ausweichen, was gerade auch für die Zukunft durchaus eine gute Möglichkeit sein kann. Den Herausforderungen im Fixed-Income-Bereich mit Algo-Trading begegnen. Das war unser Thema mit Gunter Pahl von Arts Asset Management. Einen schönen guten Tag noch nach Wien und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch.